FSK 93 und der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Heute wieder zur Geschichte des linken Antisemitismus. Wir hatten das letzte Mal ausgehend von den drei Quellen des Marxismus, zu der die klassische deutsche Philosophie und die englische politische Ökonomie gehören, angedeutet, dass deren dritte, der französische utopische Sozialismus und Anarchismus, vor allem antisemitische Elemente enthält, die bis heute nachwirken im Marxismus und in der Linken allgemein. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es nur einen bekannten Sozialisten, der sich zum Antisemitismus offen bekannte, Edmond Picard. Der lebte von 1836 bis 1924, der die jüdische und arische Rasse, ja, davon ist bei ihm die Rede, für unvereinbar hielt. Die Juden würden nach dem allgemeinen Gesetz der Rasse von fremder Substanz leben. Der Jude hätte die Neigung, auf fremde Produkte zu legen, ohne zu produzieren. Zitat, er saugt sich voll, er schwillt an wie der Blutegel, ohne das gemeinsame Erbgut zu bereichern. Er war also Rassenantisemit, nicht Religionsantisemit. In den 60er Jahren hatte er sich der Arbeiterbewegung angeschlossen, in den 80ern dem Sozialismus, trat aber eine Organisation aus der Organisation 1907 aus, weil er nicht in der Lage war, dauerhaft der Disziplin sich zu fügen. Einer der antisemitischen Schriften hieß Die Bibel und der Koran, die er nach einer Reise nach Marokko verfasst hatte. Bei ihm heißt es, was wollen die Antisemiten? Die Herrschaft der einen über die anderen aufrichten? Nein, das ist gewiss nicht die Absicht der Denker, die jedes Hassgefühl bar, nichts als eine wissenschaftliche und menschliche Lösung suchen. Das gucken wir uns näher an. Ghetto oder Inquisition wolle der Antisemit nicht einführen, sondern nur die beiden feindlichen Rassen, wie es dort heißt, auseinanderbringen. Und das nennt er wissenschaftlich und humanitär. Auch in der Dreyfus-Affäre nahm er Partei an gegen die Dreyfusards. Der Kampf der beiden Rassen solle die Semiten ganz aus der arischen Zivilisation drängen. Arier, die wie die Dreyfusards Partei für die Juden einnahmen, sollen dem 3000-jährigen Kampf der Arier gegen die Juden einen schlechten Dienst erweisen, so Picard. Auch geht er darauf ein, dass die meisten Sozialisten über den Rassenkampf schweigen, wohl weil Marx und Lassalle Juden gewesen seien und man ihnen Dankbarkeit zollte. Aber es sei fraglich, ob diese Rasse Juden seien. Ihm zufolge sind sie so wenig authentische Juden wie Jesus Christus, der Arier par excellence. Das hat er wirklich gesagt. Dem Argument, dass wegen der sozialen Ungerechtigkeit und kapitalistischen Tyrannei schmachtenden jüdischen Proletarier des Sozialismus nicht antisemitisch sein dürfen, hält er entgegen, dass das an der Rassenfrage nichts ändere. Es ginge darum, dass der Sozialismus die soziale Gerechtigkeit für alle Arbeiter abschaffen solle. Arier, Juden, Neger und Mongolen. Dieser Sozialismus solle humanitär und wissenschaftlich sein. Seine Schüler Jules Distré und Leon Hennebig waren von seinem Antisemitismus dann auch wesentlich beeinflusst. Ein Beispiel von Distré zeigt es auch, inwiefern das antisemitisch ist. Dort heißt es, der Jude besitzt wunderbare Bereicherungsgaben.
Die Spekulation ist sein Triumph. Diese Spekulation, die die Reichtümer unfruchtbar versetzt, ohne je neue zu schaffen. Der Antisemitismus trägt ihm zur Folge also den Antikapitalismus im Schoße und fördere den Sozialismus, indem er die Enteignung der Ausbeuter beschleunige. Diskutiere man ihn, so solle man sich nicht vom Hochmus hinreißen lassen, denn dort, wo die Juden das Gewissen nicht kaufen können, verstehen sie sich wunderbar darauf, zu eigenem Fromm und Nutz an die altruistischen und edelmütigen Gefühle jener zu appellieren, die sie ausbeuten wollen. Wir sollten nie vergessen, dass sie für die Prinzipien von 89 sind, 1789 ist natürlich gemeint, von 89%. Unter den Saint-Simonisten war das etwas anders. Dort gab es ja in der Tat auch einige Juden. Und vor allen Dingen waren unter denen ja vor allen Dingen Bankiers. Das verhinderte ein wenig, dass man sich antisemitisch gab. Aber was ist jetzt nun? Mit den Nachfolgern? Also Saint-Simon muss hier immer etwas blättern, weil ich das verhunzt habe mit dem Abschreiben von also Saint-Simon beschäftigte sich mit den Juden im Zusammenhang mit der Geschichte des Zeitalters Jesu. Dort schreibt er, die Juden lebten in banger Erwartung des Messias und berechneten emsig die dunkel vorausgesagte Zeit seiner Ankunft. Ein solcher Geisteszustand existierte damals bei keinem anderen Volke. Dieses Volk, düster, verschlossen, verzehrt von dem Stolz, den ihm sein überirdischer Adel eingab, und der Erniedrigung, in der es leben musste, tröstete sich für das eine mit dem anderen und gab seinen götzendienerischen Nachbarn hundertfach die Verachtung wieder, die es von ihnen erleiden musste. Eine tiefsitzende Anlage, die noch heute fortbesteht. In seiner universellen Gefangenschaft, überall auf das Niveau eines Tieres herabgedrückt, sagte sich der unerschütterliche Jude in seinem Herzen, ich bin der Mann Gottes. Und Saint-Simon hatte natürlich auch Verständnis für die Juden, weil sie, wie er sagt, Zitat, aus ihrem Lande vertrieben, unstet und verfolgt, nie die Hoffnung auf die Zeit aufgegeben haben, da alle Menschen Brüder sein werden. Das sind auch die wenigen Äußerungen bei Saint-Simon über Juden und die relativ knapp sind. Die Saint-Simonisten haben sich allerdings dann häufiger und ausführlicher über die Juden geäußert als ihr verehrter Meister selber. Man hat auch die Saint-Simonisten ja mal einst als Sekte bezeichnet, also viele tun das. Und die Hauptmission des Saint-Simonismus wird dort bezeichnet als also Jules Lech Vallée sagt,
Das ist ein zum Fourierismus bekehrt, der Saint-Simonist, aber in der Zeit, als er noch Saint-Simonist sagte, was ist die Mission des Saint-Simonismus? Judentum und Christentum zu versöhnen. Und da ja die Sekte des Mosaismus, wie man das Judentum auch manchmal nennt, nahestand, ist es nicht erstaunlich, dass von dem Wunsch beseelt, ihm ihre Referenz zu erweisen, vier ihrer Mitglieder, Emile Barrot, Gustav Deichtal, Charles-Joseph Lambert und Félicien David, am jüdischen Neujahrsfest im Kostüm der Saint-Simonisten in der Synagoge erschienen, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Über den Grund kann man auch einiges sagen. Der jüdische Monotheismus bezeichnet nämlich die Einheit Gottes und die Einheit der Menschenfamilie. Deswegen der Lob also des Monotheismus, der ja auch bei Christen seit Augustinus manchmal ausgesprochen wird. Aber was ist mit der Einheit der Menschheit durch die Diaspora, also durch die Verstreuung denn jetzt eigentlich passiert? Dazu sagt einer, also dieser jüdischen Bankiers, Auguste Colin, die Christen sagen, Gott habe die Söhne Abrahams zerstreut. Nein, Gott hat sie überall ausgesandt als Apostel des Friedens und der Industrie. Sie sind das industrielle und politische Band zwischen den Völkern. Sie sind die Bankiers der Könige. In ihren Händen liegen Krieg und Frieden. Es gab daher auch so einige Projekte, die die Saint-Simonisten verwirklichen wollten. Und sie wollten jüdische Bankiers zu Projekten verführen, könnte man sagen. Unter anderem den Bau des Suezkanals und die Schaffung von Eisenbahnlinien. Während jetzt nun die Saint-Simonisten den Juden eher positiv gegenüber eingestellt waren, kam Charles Fourier, der lebte von 1772 bis 1837, also wir sind hier teilweise noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der betrachtete jetzt die Juden nicht mehr wie die Saint-Simonisten religiös, sondern als Nation und sagt, das zusammenfassend, die jüdische Nation ist nicht zivilisiert, sondern patriarchalisch. Da das Judentum eine Vaterrechtsreligion ist, ist da sicher sogar etwas dran. Das ist eine vaterrechtliche Zivilisation, die sehr lange lebte. Nun, Charles Fourier hatte ja die Ideen, man kann das heute so mit Alternativbewegungen und Genossenschaftswesen vergleichen. Er trat ein für die Umgestaltung des kapitalistischen Systems in kleine genossenschaftliche Arbeitsanstalten, ich will jetzt nicht sagen Arbeitslager, sogenannten Phalangen, also diese kleinen Einheiten, also Phalange, man kann das vergleichen, die Phalanx war ja mal eine Kriegstechnik, nicht, in der Antike, wo viele sich
zum Zwecken der Produktion, in dem Fall in der Destruktion im Krieg, sich vereinigten, nicht mit einer bestimmten Fanage-Technik. Deswegen Fanage. Aber Fourier unterscheidet sich jetzt nun wesentlich durch seine antijüdische Einstellung. Die jüdische Nation betrachtet er also als Betrug. Und kritisierte den patriarchalischen Geist, in dem also der Keim aller niedrigen Leidenschaften, wie er sagt, der sie selbst zur Zeit ihrer Macht erniedrigte, bewahrt. Zwar, das gehört zum Antisemitismus eigentlich immer dazu, dass man etwas unterstellt, was nicht offensichtlich ist, nicht? Und er sagt natürlich, die jüdischen Posaune ihre Grundsätze gar nicht aus, nicht? Aber man kenne sie ja aber zu Genüge, nicht? Auf die Idee kommen, mit Hegel zu sagen, also was bekannt ist, ist noch lange nicht erkannt, kommt er ja nun nicht. Und sie revoltiere gegen Gesellschaft und Wahrheit. Wie alle Antisemiten ist er ja auch besonders differenziert, nicht? Mit Ausnahme der sephardischen Juden, sagt er, sei die Masse der jüdischen Nation, besonders in der Levante und in Polen, voll der niedrigsten Vorurteile. Dass er historisch da jetzt nun einiges durcheinander bringt, ist eigentlich schon klar. Wenn er die sephardischen Juden, also dass die aus Spanien, wie wir das auch schon öfter dargestellt haben, die aus Spanien kommenden Juden, die allerdings ja nun gerade in den Osten geflohen sind, nicht, und man das so nicht auseinanderhalten kann, da bringt er dann wirklich einiges durcheinander. Er schreibt denen natürlich einen Hass zu, nicht, der darin besteht, dass sie am Tische ihrer Beschützer, also da sind so etwas wie Hofjuden und so weiter gemeint, nicht, sich unverschämterweise weigerten, von Christen zubereitete Speisen zu sich nehmen, also die Gebote koscher zu essen, nicht, also die Speisegesetze. Und darüber ist Fourier also besonders aufgebracht und schreibt, diese Weigerung zu essen zeugt davon, dass all die Infamien, deren man sie anklagt, unter anderem das Prinzip, dass Diebstahl an einem Christen kein Diebstahl ist, tatsächlich wahr sind. Und so sind Jude und Dieb, also da wird immer alles Mögliche mit allem anderen immer kontaminiert. Das ist typisch auch bei jenen vorurteilsträchtigen Denken und hier auch bei Fourier. Und wenn Jude und Dieb dasselbe sind, dann daraus folgert er dann, ich habe einen Juden, mehrfachen Millionär und in seiner Stadt sehr angesehen, zu mir und anderen in Lyon sagen hören, mein Herr, wenn ich nicht schwindle, so nur, weil ich nicht kann. Wie soll auch solcherlei von einfachen Leuten nicht ebenso verachtet werden wie von der herrschenden Klasse? Was Wunder, dass das Volk die Juden trotz des Toleranzdekrets beschimpft. Lüge, nichts als Lüge. Aber man ist von ihnen zu erwarten. Und weiter, die Juden sind dank dem Handelsgewerbe die, und jetzt wird's lustig, Spione aller Völker. Und wenn es sein muss, Denunzianten und Henkersknechte, wie man das heute in der Türkei sehen kann, wo sie versteckte Flüchtlinge für so und so viel per Kopf ausliefern und dergleichen tausenderlei Schandtaten mehr.
Und darüber entrüstet ruft er dann aus, ach, hat es je eine abscheulichere Körperschaft gegeben als die Hebräer? In Kunst und Wissenschaft haben sie nichts geleistet und sich sonst nur durch Verbrechen und Brutalität hervorgetan, was sie uns von jedem Blatt ihrer ekelerregenden Annalen entgegenstarren. Das ist also Charles Fourier. Er setzt sich deswegen auch gegen die schnelle und bedingungslose Emanzipation der Juden ein. Aber nicht nur der Juden, er richtet sich auch gegen die Neger, wie sie bei ihm genannt werden. Die Neger seien dem Raubwesen, die Juden dem Wucher zugewandt. Na, sehe ich noch ein Zitat dazu. Und hier kommt dann auch wieder mal diese medizinischen Analogien kommen dann wiederum. Die werden dann alle als Aussätzige verstanden. Und dann sagen wir, ja, man nimmt ja keine Aussätzigen bei sich auf, auch nicht, wenn er bald geheilt ist. Nicht? Und gleichen die Juden nicht der Pest, die den Körper der Gesellschaft verwüstet, wartet daher mit ihrer Zulassung, bis ihre Genesung feststeht und hört auf, von Moral zu reden. Könnte die Zeit sie bessern, warum haben sie sich dann nicht in London gebessert, wo sie schon so lange sind und es sich zum Beruf machen, durch die Straßen zu streichen, die Söhne guter Familien zum Diebstahl anzuhalten, etc. Ja, was soll man denn mit solchen Menschen tun, fragt er sich natürlich. Und hält von dem, was in der damaligen Zeit immer diskutiert wurde, von der bürgerlichen Verbesserung der Juden, wie sie von liberaler Philosophie vertreten wird, hält er natürlich gar nichts. Das sei Quacksalberei in der Maske der Menschlichkeit. Und was soll man dann jetzt nun machen? Ja, die Juden natürlich umerziehen. Aber nicht nur. Zu diesem Zwecke sollen sie vom Boden verdrängt und vom Handel ausgeschlossen werden. Gerade weil sie ja in den Handel und Bankierswesen und so eingeschlossen waren, ist das natürlich ein sehr merkwürdiges Angebot. Er forderte auch die geistige und wirtschaftliche Assimilation. Nicht? Die Speisegesetze, wie schon gesagt, sollen aufgegeben werden, weil das antisoziale Dogmen seien, als ob das nicht gerade die Sozialität ausmacht. Aber das ist natürlich nicht begriffen. Und diese gelten dann auch als lasterhafte Prinzipien. Nun fragt sich speziell jetzt bei Charles Fourier, wie kommt das? Hat das psychologische Gründe, was er da an verrückten Kram da erzählt? Da muss man zum einen sagen, das muss wohl am Verhältnis zum Vater liegen. Der war nämlich ein reicher Händler. Und sein Sohn, also Charles, wollte natürlich was anderes machen. Nicht? Er wollte zur Armee gehen und nicht in den Handel. Aber dieser reiche Händler, sein Vater, hat ihn dann doch gezwungen, in den Handel einzusteigen, nicht? Statt als Armeeingenieur zu arbeiten, wie er das vorhatte. Alsbald starb allerdings der Vater und das Erbe seines Vaters hätte ihm so einige Chancen geben können. Allerdings war das Ganze bei der Belagerung Lyons verloren gegangen, nämlich durch die Truppen des Konvents. Also wir sehen schon 1793. Nicht? So wurde Fourier dann doch Handlungsreisender und auch ohne Zwang des Vaters und wechselte allerdings oft die Tätigkeit. Unter anderem arbeitete er als Kassierer, Buchhalter, Wareninspektor, Handelskorrespondent oder Makler. Also das, was die Antisemiten immer den Juden zuschreiben, da war er durchaus dabei.
Das wäre jetzt also gewissermaßen ödipusiert er da noch mit seinem Vater herum, denn er hasste nichts wie den Handel. Nicht? In der Biografie wird davon auch gesprochen, dass er das schon mit 7 Jahren, also als Kind, schon tat. Das ist eine Familiengeschichte, aber Lyon war auch eine extrem antisemitische Umgebung im Südosten Frankreichs, nicht? Neben anderen Gegenden, bei denen das ähnlich war. Aber in diesem Geschäft dort zu arbeiten, also im Handel, nicht, das beschreibt er jetzt folgendermaßen. Ich verlor meine schönsten Jahre in Lügenwerkstätten. Ständig das unheilverkündende Orakel in den Ohren. Der Junge ist zu brav, nicht gut fürs Geschäft. Und wahrlich, in allem, was ich unternahm, wurde ich beschwindelt und bestohlen. Wenn ich aber auch nicht gut für den Handel bin, ihn zu demaskieren, bin ich noch immer gut genug. Das war also in der Zeit, wo der Vater wohl noch lebte, beziehungsweise kam das von seiner Familie her. Nicht? Zu Lyon kann noch etwas gesagt werden. Ein nichtjüdischer Bürger der Stadt, Fleury Lassave, weiß nämlich davon zu erzählen, Folgendes. Von allen Städten Frankreichs hält die unsere zweifellos besonders zäh an ihren Vorurteilen fest. Da Lyon fast ganz katholisch ist, wird das Judentum hier auch mehr verdammt, verdächtigt und gemieden als anderswo. Diese fast allgemeine Zurückhaltung der Katholiken und der angeborene Charakter der Juden zwängen diese in ihren eigenen Bereich und lassen zwischen den beiden Religionen nichts als kommerzielle Beziehungen aufkommen. Die Trennung, die ich hier feststelle, ist umso empfindlicher und härter, als die Israeliten von Lyon, kaum 300 an der Zahl, meistens auf einem unterdurchschnittlichen Vermögensniveau stehen und daher in dem Wohlstand und dem häufigen Umgang mit ihren Brüdern keinen Ersatz für die Isolierung inmitten unserer großen Stadt finden. Also dieser Judenhass der Lyoner färbte offensichtlich stark auf Fourier ab. Aber wie das Leben so spielt, macht Fourier auch eine merkwürdige Wende. Er hat nämlich sein letztes Werk, La Fausse Industrie, also das 1835 bis 36 etwa verfasst wurde, ein Werk verfasst, das zwar nicht bekannt, aber jeder antisemitischen Äußerung bar war. Und was tut er dort? Er tritt für die Wiederherstellung der jüdischen Nation in Palästina ein. Also nach diesem letzten Werk könnte man ihn als nicht nur klammheimlichen Zionisten bezeichnen. Denn er schreibt, also die Juden sollten die Gelegenheit ergreifen, wieder eine anerkannte Nation zu werden. Mit eigenem König, eigener Flagge, eigenen Konsuln und eigenem Geld. Wenn sie, wie man versichert, so viel Wert auf Geldgewinn legen, so sollten sie nach allen guten Regeln der Arithmetik sich die Fischzüge ausrechnen, die ihnen die Gründung eines nationalen Einheitskerns in Aussicht stellt. Das sind bessere Geschäfte als Börsenintrigen. Er hatte ja auch ein Genossenschaftsmodell entwickelt, wie schon gesagt, das er Falange nannte, und die Juden sollten nun plötzlich dies finanzieren. Er meinte, ein jüdischer Millionär solle eine Versuchsfalange finanzieren und die ganze Welt würde dann durch den unerhörten Erfolg des Experiments das System annehmen.
Und ein solches dann weltumspannendes System würde alsbald allen verfolgten Nationen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Aber wie soll denn da so ein Millionär gefunden werden? Da kommt er ja zu ähnlichen Ergebnissen bei den Juden, nicht? Also wie die heutigen Irren von Montagsdemos. Wer könnte sowas? Natürlich Rothschild. Davon ist heute ja auch bei diesen Irren die Rede. Also, wo findet man einen jüdischen Millionär? Nicht? Da ist er eben halt nicht verlegen, Rothschild natürlich. Es hieß seinerzeit, er, also Rothschild, hätte die Absicht, die israelitische Nation zu befreien und wieder aufzurichten und in Jerusalem einen jüdischen Monarchen mit eigener Fahne, eigenen Konsuln und eigenen diplomatischen Korps einzusetzen. Und da sprach er also von Rothschild im Namen der sphärischen Hierarchie. Und dieser Rothschild, der würde dann König von Judäa werden. Wir sehen die Antisemiten, wie die Antisemiten sich unterscheiden, wenn es damals hieß, Juden rein nach Palästina und dann heute Juden raus. Das wird eben halt immer so gehandhabt, wie man gerade will. Nur heute ist natürlich der Antisemitismus ein Stück mehr eliminatorisch. Ging es, wie man beim Grafen Stanislav de Clermont-Tonnerry anklang, darum, repressive Gleichheit in der Judenemanzipation durchzusetzen. Man muss den Juden als Nation alles verweigern, den Juden als Individuum jedoch alles gewähren, hieß es damals. So hatte Fourier dies immerhin zugestanden bei all seinem Antisemitismus, dass die Juden eine Nation haben sollten. So wird es heute allerdings den Juden wieder verweigert, eine Staatsgewalt zu haben, um sich selbst zu verteidigen. Es ist also wieder ein Zurück, den Juden als Nation alles zu verweigern. Das hat also auch im linken Antisemitismus, Fourier, eben doch eine Kontinuität zu heute. Und dazu schreibt er jetzt auch nochmal zu Rothschild. Rothschild und sein Haus können nicht umhin, von der Aussicht, ja der Gewissheit, die israelitische Nation rasch wiederherzustellen und ihre Souveränität unter einer Rothschild-Dynastie aufzurichten, angezogen zu sein. Abgesehen von der Frage, wessen Vasall der König von Israel sein soll, wird die ganze Angelegenheit dem Willen der Welt entsprechend mit Mehmet oder Mahmud geregelt werden. Aber trug sich Rothschild wirklich mit der Absicht, die jüdische Nation in Palästina wiederherzustellen? Das, woher nimmt Fourier das eigentlich, nicht? Hat er es wirklich gehört, nicht? Das ist eine Frage, die sich schwerlich beantworten lassen. Darüber wissen wir nichts. Die Frage, die sich jetzt nun durch den Wechsel jetzt von dem alten Antisemitismus hin zum Zionismus, könnte man sagen, ja, da stellt sich ja nun die Frage, ob das wirklich ernst oder ehrlich gemeint ist oder ob er der alte Antisemit geblieben ist, wovon auszugehen ist. Aussagen darüber finden sich nicht auch seine Schüler, die ja alles, was er gesagt hat, ausposaunten, blieben Antisemiten. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass das Werk Lafors Industrie, die falsche Industrie, nicht wirklich bekannt geworden ist. So blieb sein Palästina-Projekt unbekannt. Und der Antisemitismus hatte natürlich weiterhin Erfolg bei den Fourieristen. Ein Beispiel, also insbesondere Alphonse
Justus Snell war ein solcher antisemitischer Nachfolger. Der meinte, der Finanzfeudalismus, so wurden die Banken bei ihm genannt, sei im kosmopolitischen Juden personifiziert. Gegen Kosmopolitismus hatten ja die Antisemiten ja immer irgendetwas gehabt, nicht? Auch in der Sowjetunion, man denke an den Slansky-Prozess, ging es ja immer gegen die Kosmopoliten, wenn man seine eigenen Genossen verfolgte. Und wie groß sein Antisemitismus, jetzt von Toussaint, war, der auch die Judenfeinde voriger Epochen lobpreiste, zeigt sich auch daran, was er mit Jude überhaupt meinte. Er meinte damit, wie er selber sagt, populäre Bedeutung, wie er sagt, von Jude, die sei Bankier, Geldwechsler. Und da könnte man dann auch einen Witz, den man schon bei den Nazis, die Juden bei den Nazis erzählten, daran könnte man ja fast schon denken, wenn er also schreibt, Europa ist in der Herrschaft der Herrschaft Israels unterworfen. Die Weltherrschaft, von der so mancher Eroberer träumte, sie ist in Hand der Juden. Der Gott Judas hat das Wort gehalten, das er den Propheten gegeben und den Söhnen der Makkabäer den Sieg verliehen. Jerusalem hat an allen Imperien Tribut auferlegt. Also die Makkabäer zu besiegen, das wird ja heute noch gefeiert, nicht? Chanukka. Oft so um die Weihnachtszeit herum, nicht? Mondkalender ist ja immer etwas anders. Aber die Neigung, alles auf die Juden zu projizieren, alles verhasste, das haben auch die Fourier-Schüler. Ein Beispiel: Niemand ist mehr als ich. Mehr bereit als ich, den überlegenen Charakter der jüdischen Nation anzuerkennen. Das jüdische Volk nimmt einen gewaltigen Platz in der Geschichte der Menschheit ein. Es ist das organisatorische Volk par excellence, das Volk der politischen und religiösen Einheit. Keine andere Rasse hat mehr bemerkenswerte Persönlichkeiten hervorgebracht. Sie scheint von Natur aus mit allen Fähigkeiten begabt zu sein. Politik, Gesetzgebung, Kunst, Literatur, die Juden haben alle diese Geistesgebiete mit gleichem Erfolg aufgenommen und gepflegt und überall ihre Spuren hinterlassen. Leider mussten aber alle Bibelleser, ob sie nun Juden oder Genfer, Holländer, Engländer oder Amerikaner heißen, es in ihren Gebetsbüchern geschrieben finden, dass Gott den Dienern seines Gesetzes das Monopol zur Ausbeutung des Erdballs gegeben hat. Denn alle diese Handelsvölker legen in der Kunst der Erpressung des Menschengeschlechts den gleichen religiösen Fanatismus an den Tag. So habe ich Verständnis für die Verfolgung, den die Römer, Christen und Mohammedaner die Juden aussetzten. Der allgemeine Widerwille, den der Jude so lange erregte, war nur die verdiente Strafe für seinen unerbittlichen Hochmut und unsere Verachtung nur die gerechte Vergeltung des Hasses, den er gegen den Rest der Menschheit in sich zu tragen schien. Und in einer anderen Schmähschrift heißt es also über die Juden: Wie das Volk gebe ich auch den verächtlichen Namen Jude allen jenen, die in Geld machen, allen unproduktiven Parasiten, die von fremder Substanz und fremder Arbeit leben. Jude, Wucherer, Schacherer sind für mich Synonyme. Inwiefern verbreitete sich das überhaupt? Da kann man wieder sehen, dass die Fourier'sche Schüler auch eine Revue hatte, also ein Organ, eine Zeitung, die zunächst unter Hippolyte d'Estrées gegründet wurde und dann unter Adolphe
Al-Aizah zur Zeitschrift als Kampforgan gegen Juden wurde. Die Revue hieße La Renovation, also könnte man so mit die Renovierung, die Erneuerung, nicht? Man kann das folgendermaßen mal beschreiben, wie das ist. La Renovation zieht als hervorstechendsten Charakterzug der Juden ihre angebliche Raubgier. Man braucht sie nur in einer blühenden Gegend abzusetzen und sie legten die erstaunlichsten Fähigkeiten an den Tag, alles auszuplündern. Das jüdische Schmarotzertum, Ursache, nicht Folge der alten Verfolgung, kenne weder Grenzen noch Zurückhaltung. Ewiger Plünderer reiße der Jude alles an sich, unreiner Bacillus mache es jedes Milieu faulen, in das er eindringe. Gegen diese Todesgeißel ziehe die Schule zu Felde. Das sind natürlich herbe Ausdrücke, die auch schon in das 20. Jahrhundert Sprüche der Nazis vorausweisen. Und dann wird, anders jetzt als bei Fourier selber, den Juden die Fähigkeit abgesprochen, so etwas wie einen Staat zu gründen. Die Juden seien also untauglich, sich als selbstständige Nation zu organisieren. Wie es heißt, unproduktive Nomaden, Zerstörer, wucherische Aufkäufer. Es fehle ihnen die Gabe, eine normale Gesellschaft zu bilden. Möglich, ja wahrscheinlich, dass es bessere, moralisch höher stehende Juden gäbe, aber die paar Ausnahmen änderten nur die Natur dieser perversen Rasse. Und der hochherzige zionistische Traum Verriers und auch ein anderer Schüler Fouillis, sei daher eine Utopie. Aber die Geschichte der Linken geht ja weiter. Man denke jetzt nochmal an die Galerie sozialistischer Antisemiten. Da nimmt ein weiterer, Pierre Leroux, der von 1797 bis 1871, also ziemlich lange, lebte, einen einzigartigen Platz ein. Er war der Sohn eines Limonadenverkäufers. Das muss aber ein größerer Betrieb gewesen sein. Nachdem er wegen des Todes seines Vaters nicht mehr an der École Polytechnique studieren konnte, nahm er eine Stellung bei einem Börsenmakler an, kündigte aber, weil er das für unmoralisch hielt. Hier sehen wir wiederum, man denke an Moisch-Postons Thesen, den Hass, also gegen die Börse, gegen das Abstrakte, Spekulation und so weiter. Leroux gründete 1824 also eine liberale Revue, Le Globe, also könnte man die Welt sagen, die er dann 1830 zu einem saint-simonistischen Organ machte. Also da kam aus diesem Kreis der Saint-Simonisten, deswegen mussten diese ja auch erwähnt werden. Da gab es alsbald Streit mit dem Haupt der Saint-Simonisten, nämlich dem, wie er genannt wurde, Vater Enfantin, und er wollte dann eine eigene Sozialphilosophie gründen und verließ das Projekt 1831. Also hat sich dann von den Saint-Simonisten losgesagt, organisatorisch, aber nicht ideologisch. Nun baute er ein System auf, das von religiösen und mystischen Elementen durchsetzt war, demzufolge jedes Übel der Welt durch die Verleugnung christlicher Prinzipien herrührt. Eine Abhandlung beispielsweise hieß der Jude König der Epoche, also Jus, Roi de l'Epoche. Er hatte Kontakt zu Heinrich Heine, die er über George Sand kennenlernte. Warum er zum Antisemiten wurde, hing wohl auch mehr mit dem Zeitgeist zusammen als mit persönlichen Kontakten, die er hatte. Zumal er auch von Isaac Perrier finanzielle Hilfe bekommen hatte, als es ihm schlecht ging. Aber so dankbar hat er sich eben halt nicht
erwiesen. Und ja, jetzt zur Terminologie von Leroux. Er schreibt: Nicht wahr, meine Freunde? Es ist klar, dass wir, wenn wir von Juden sprechen, den jüdischen Geist meinen, den Geist des Profits, der Gewinnsucht, des Eigennutzes, der Geist des Handels und der Spekulation. Mit einem Wort, den Bankgeist. Gewiss, es muss ein notwendiges Band geben zwischen der Bank und dem Volke, das sie erfunden, gebraucht und vervollkommnet hat. Aber das Wort Jude, wie wir es anwenden, wird uns hauptsächlich von der französischen Sprache aufgedrängt, die den Namen dieser Nation seit Menschengedenken zu einem Gattungsnamen gemacht hat. Leroux beruft sich hier auf also das Dictionnaire de l'Académie Française, also der Stichwort Jude, Jüf. Das Wort erscheint hier nur als Name einer Nation, sondern weil es in einigen Redewendungen bildlich angewandt wird. So wird es als Jude bezeichnet, wer auch Wucher, Leid oder übertrieben teuer verkauft. Das ist ein Jude, er leiht auf 15%. Dieser Kaufmann ist ein wahrer Jude. Auf familiäre Weise wird das von allen gesagt, die geldgierig und gewinnsüchtig sind. Man sagt sprichwörtlich, jemand ist reich wie ein Jude, um zu sagen, er sei sehr reich, etc. Also wir sprechen von den Juden wie die Akademie. Und seine Einstellung gegen das Judentum lassen sich jetzt unter zwei Titel bringen, der moralische Verfall und die wirtschaftliche Ausbeutung. Die Größe des jüdischen Volkes gestand da durchaus ein, insbesondere des Monotheismus, der, wie wir das auch schon bei anderen gehabt haben, die Einheit des Gottes und des Menschengeschlechts betont. Aber hier kommen dann auch religiöse, nicht nur Rassenelemente hinein. Also das Stigma der Kreuzigung Jesu tragen die Juden an sich. Also da hat er noch durchaus mittelalterlich gedacht. Und ein weiterer Punkt ist dann ja die wirtschaftliche Ausbeutung. Wir haben es hier mit Linken zu tun, die so etwas immer darstellen müssen. Aber vorher nochmal, woher kommt denn beim Juden diese wahnsinnige Anhänglichkeit an die Güter der Erde, die seinen Namen zum Synonym von Geldgier und Geiz gemacht und sein Volk als Ganzes der Wohltat seiner eigenen Offenbarung beraubt hat? Sollen wir mit den Theologen sagen, dieses Volk habe es einer schrecklichen Prädestination wegen nicht verdient, seinen Heiland und Messias, den Heiland aller Menschen zu erkennen, wie es ihn ja auch tatsächlich verkannt und dummerweise dem Tode überliefert hat? Kein Zweifel. Wenn wir an die Wurzel der Übel vordringen, die die Menschheit in all ihren Gliedern bedrängen, so werden wir feststellen, wenn das Übel an diesem Volk in einer bestimmten Form besonders deutlich hervortritt, so nicht daher, dass es in dieser Beziehung nur dieses eine Volk heimsucht. Nein, das Übel sucht alle Menschen in verschiedenen Maße heim. Und weiter heißt es, also wir wollen weitergehen und sagen, dass in Übereinstimmung mit der Offenbarung von Moses und Jesus, in Übereinstimmung mit dem Dogma der Einheit des Menschengeschlechts, wir alle in unserer Eigenschaft als Menschenkinder uns gemeinsam schuldig machen an dem Übel, das so offen an unseren jüdischen Brüdern hervorbricht, da wir sie nicht wie Brüder, sondern wie Feinde behandeln. Sie verfolgen, sie brandmarken, sie gerade im Namen jenes verwerfen, der ihnen, die ihn kreuzigten, am Kreuz vergab. Oder um die Sprache der Theologie beiseite zu lassen, dass es zum Teil die Verfolgung sind, deren Opfer die Juden seit Beginn ihrer Geschichte waren, diese Geister Gewinnsucht und Ausbeutung verschuldet haben, der sie noch immer allen Völkern, in deren Mitte sie leben, verhasst macht. Also was die wirtschaftliche Ausbeutung geht, so haben wir hier auch wiederum, dass die Juden eine versteckte Ausbeutung angekreidet wird. Das Motiv dazu wird als Rache bezeichnet, nämlich eine ganz historische für die Unterdrückung durch die Ägypter im Mittelalter waren sie dann wiederum die Verfolgten. Das soll an den Fehlern einer Priester- und Kriegerkaste dann gelegen haben,
wodurch Individualismus und Egoismus sich durchsetzen. Das beschreibt er so. Zitat, es ist dieses Schicksal, dass die Juden heute auf eine Ebene mit den bestehenden Verhältnissen in der Welt, auf eine Ebene mit Europa und Amerika stellt. Man kann sagen, dass insofern die individualistische und egoistische Industrie dazu bestimmt ist, eine Zeit lang auf den Ruinen jeder wahren sozialen Organisation zu herrschen, die Juden, diese individualistischen und egoistischen Industriellen par excellence, für diesen Triumph prädestiniert waren. Aber der Mangel an einer Kriegerkaste und Priesterkaste wird kompensiert durch eine andere Waffe, wie er das nennt. Ja, das schaffen wir ja auch noch, sodass wir das nächste Mal dann zu Proudhon übergehen können, den ja schon Marx kritisiert hatte. Also das letzte Zitat noch. Der verfolgte Industrielle des Mittelalters, der betriebsamste und gehetzteste, war der Jude. Und der Jude war es auch, der den Adligen, die sich ihre Waffen bedienten, ihn in seinen Reichtümern zu berauben, sagte, ich will euch zeigen, was ein Jude ist. Ich will eine Waffe erfinden, die eure Rüstung durchlöchern wird. Eine Waffe schrecklicher als eure Lanzen und selbst als eure Partisanen. Eine neue Waffe, stärker noch als die Kanonen, mit denen die Monarchie eure Türme umzulegen beginnt. Und der Jude hielt Wort. Er erfand die Bank. Ja, dies ist natürlich für uns heute etwas verwunderlich. Nicht? Man hat also den Juden die Erfindung der Bank auch noch zugeschrieben. Und die Banken waren ja für die Antisemiten immer irgendetwas Schlimmes. Ich muss dann hier nochmal an die Thesen von Moish Poston erinnern, der ja dieses Moment allerdings bezogen auf das späte 19. Jahrhundert heraushebt. Wir haben gesehen, dass dieser moderne Antisemitismus, auf den sich Poston bezieht, bereits in der Linken, gerade nicht in der Rechten, durchaus findet, auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese strikten Übergänge Antijudaismus oder religiöser Antisemitismus und Rassenantisemitismus, die man oft macht, sind letztlich nur Hilfsmittel, um die Geschichte zu ordnen, aber in der Wirklichkeit trägt sich das dann doch etwas anders zu.